Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 3. Yay! Wir sind jetzt auf dem Weg zum Abflug, würde ich. Ja. Ja, ich habe gerade sehr lange Control aufgenommen. Und da ist das Aktivieren F. Oh Gott. Gut. Ja. Mal schauen, wie es hier wird. Hi. Achso, man kann die ganze Zeit das ändern. Okay. So. Ja, wie gesagt, mal schauen, wie es hier wird, weil nämlich bei Control ist es sehr schief gegangen alles. Und Control ist in dem Fall relativ blöd, wenn es schief geht mit der Aufnahme, weil man kann da nicht speichern. Und ja, da lief es jetzt richtig bescheuert. Weil ich eine Aufnahmesession gemacht habe und das Spiel fertig gespielt habe. Und ja, die Aufnahme ist futsch. Also die Videodatei ist fehlerhaft. Und ja. Und dementsprechend fehlen jetzt anderthalb Stunden mit dem Ende. Und ich kann es halt nicht nachmachen. Also ich kann es ja jetzt, kann jetzt nicht vorher speichern, sondern wenn ich jetzt das Spiel starte, ist es halt, ja, da wo ich beim Endgame bin quasi. Und das ist halt richtig, bisschen richtig nervig. Naja, okay, ich bin falsch abgekommen. Gut, dann, aber das gehört jetzt hier nicht hin, deswegen spielen wir Borderlands. So. Kann ich das spielen? Nee, natürlich nicht. Gut, den Abflug machen. Dann gehen wir mal in Richtung unserer alten Freundin. Die kommen wahrscheinlich erst raus, wenn wir vor Ort sind. Ah nee, warte mal. Das ist wahrscheinlich da, wo die Tennis ist. Alter, hier gibt es ja so viel. Kohle, Kohle, Kohle. Wir haben schon 10.000. Uiuiui. Wir sollten vielleicht nicht so viel looten. Hallo, Person, die meine wertvolle und unersetzliche Ausgrabungsstätte zertrampelt. Kann ich helfen? Bist du Tennis? Das bin ich. Du musst Liliths neuer Kammerjäger sein. Und du hast die Karte. Ich schätze, Glückwünsche sind angebracht. Das reicht. Nun, lass mich mal sehen. Ja. Warte draußen, während ich dieses unvorstellbar komplizierte und unbezahlbare Alien-Artefakt untersuche und stiehl einfach, was nicht festgenagelt ist. Oh. Ja, das habe ich eigentlich schon gemacht. Ich brauche von dir Feedback für meine Hypothesen. Bitte verwechsle das nicht mit einer Unterhaltung. Wie ich erwartet hatte. Tyrene Calypso ist eine Sirene. Sie scheint sich von der Lebenskraft anderer zu ernähren. Und ihr Kult ist offenbar ihre Nahrungsquelle. Vorerst. Die Kammer beherbergt unvorstellbare Macht. Aber der Gedanke, dass die Calypso-Zwillinge sie zuerst erreichen, jagt mir einen Schauer über den Rücken. Ja. Was? Du schreie, oder habe ich einen meiner Anfälle? Vielleicht beides. Aber wir haben auf jeden Fall Gesellschaft. Achtung! Heya, Superfan! Ist die Karte schon repariert?
Na, gib sie mir einfach, dann kannst du Teil der Familie werden. Aber halt, was ist das? Willst nicht? Okay, du hattest deine Chance. Ist echt ein Jammer. Bis dann, Crimson Verräter. Träumet! Crimson Verräter? Bett. Wie dem auch sei, mein Bruder hier wird deinen Tod im Echo-Net übertragen. Also, sag nichts dümmlich Heldenhaftes. Ich würde eh was drüber sprechen. Wenn du zuhörst, Banditen greifen meine Ausgrabungsstätte an. Das ist nicht, was ich gehofft habe. Ich bin unterwegs. Kammerjäger, lass sie nicht in die Nähe von Tennis oder der Karte. Ja, ja. Achtung, KDK! Du hast dich mit der Falschen angelegt. Sie dürfen die Karte nicht kriegen. Ja. Ich weiß. Ist ja alles andere als schwer gerade. Oh, das war voll in die Nüsse. Sonst noch wer? Alles klar, schalten wir den Rest zusammen aus. Hä? Da ist niemand, ne? Weißt du schon? Verteidige die Karte! Na gut, keine Munition, kein Problem. Wo bist du hin? Hast du die Karte zum Laufen gebracht? In Anbetracht meines enormen Intellekts und meiner beschränkten Ressourcen habe ich getan, was ich konnte, Lilith. Sollen wir es versuchen? Ich denke, das sollte klappen. Einige Daten sind beschädigt. Die Karte scheint erheblichen Schaden erlitten zu haben. Hypothese? Tyree Calypso hat versucht, die Karte zu laden, aber ihre Kräfte haben sie nur noch mehr ausgelaugt. Leider erkenne ich nur einen einzigen Planeten. Promethea? Natürlich! Ty von Deleon hat die erste Kammer dort gefunden. Promethea. Gute Arbeit, Tennis. Also, Ziel Promethea? Sieht so aus. Wir müssen vor den Kalypsos bei dieser Kammer sein. Ellie hat an einem Schiff für uns gearbeitet. Ich bringe Tennis und die Karte dorthin. Wir sehen uns an der Startrampe, Kammerjäger. Oh, du weißt, dass ich das verabscheue, Lilith. Ich will nur, dass meine Eridianer-Expertin sicher ist. Kennst du noch eine andere Eridianer-Expertin? Bereit? Gut. Also, begib dich zum Chef. Das werden wir gleich machen. Ah, hier hinten war noch was. So. Aber in der, mein Bärchen ist schon echt praktisch, wenn man keine Muni mehr hat, ne? Oder kein Leben mehr. Naja, 100. Also Geld brauchen wir eigentlich nicht mehr. So. Ich werde jetzt mal, nicht die Hauptquest weitermachen, sondern die da. Weil wir jetzt wahrscheinlich vom Planeten fliegen. Wenn ich sonst in Kacke trete, lässt sich das leicht abwischen. Aber ihr seid hartnäckig.
Ich würde euch was verraten. Diese Karte und jede Kammer darauf sind mein Geburtsrecht. Ihr versteht nichts von Kammern oder wozu sie da sind. Ich schon. Wir sind die Kinder der Kammer. Ist so eine Familiensache. Oh. Tja, ich bin zu weit drin. Ja, wir verstehen nichts von der Kammer, also... Naja, Borderlands 1, Borderlands 2, also ein bisschen verstehen wir schon. Danke fürs Mitnehmen, Lil. Es ist endlich soweit, oder? Nach all den Jahren. Ganz genau. Wie geht's dem Schiff? Fast fertig. Fehlt nur noch Treibstoff und ein neuer Astronaut-Chip. Kannst du Ellie bei den Schiffsvorbereitungen helfen? Ich sammle die Raiders ein und bringe sie an Bord. Bin dran. Alles klar, bis später, Lil. Sei auf alles gefasst, Ellie. Die Kalypsos lassen uns nicht ohne Kampf ziehen. Ich hab was Besonderes für dich, KJ. Das Fahrzeug da drüben ist mein Biotreibstoffzapfer. Das Ding ist nicht wählerisch, was die Quelle betrifft. Überfahr einfach ein paar Banditen und Skeks, um zu tanken. Umweltfreundlich, was? Hüpf rein, Kammerjäger! Ist auch lustig, aber nein, warte. Wir wollten eigentlich was anderes machen. Hier. Ja, okay, aber dann, ja. Vielleicht geht dann. Wenn das Ding ja. Eine Pandora-Panne hat und heiliges Höllenfeuer ausbricht, komm einfach zurück, dann gebe ich dir einen neuen Zapfer. Wie gesagt, du musst nur ein paar Banditen, Skeks und was weiß ich sonst noch überfahren. Ja. So. Aber erstmal muss ich was anderes machen. Oh, hi. Ui. Stimmt, eigentlich könnte ich ja die mal ausbrüten lassen. Dann kommt da so ein Bad Boy raus. Danke. Nächster. Ha! Aua. Es kann losgehen. Wo bist du? Ey. Guck mich nicht an. Na gut. Dann machen wir es halt so. Blöd.
Ich mach mal ein bisschen Feuer. Mach ich nicht. So. Gut. Das war der Frosty. Und jetzt geht's dann weiter, ne? 120 hab ich schon. Ernte ein paar saftige Kaktusfrüchte. Die Dinger schmecken so verdammt köstlich, dass es meinen Kunden egal ist, was sie essen. Genau so mag ich das. Und mag es ja nicht, mich zu verurteilen. Es ist mir egal, ob es falsch ist, den Leuten abgeschnittene Fußnägel und Smegma zu servieren. Okay. Aber wie bekomme ich den an? Gesperrt. Vielleicht nachdem ich die ganzen Kakteen und so besorgt habe. Vielleicht. Mal schauen. Ding, 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 ding. Biotreibstoff. Ja, wenn das funktionieren würde und wir eine Zombie-Apokalypse hier hätten. Ey. Hätten wir echt kein Problem mehr mit Treibstoff. Der ist ein bisschen langsam, der Gute. Dann. Ein Wort noch zum Bekack. Seine Sekundärfunktion nennt man in unserer Branche indirekten Schaden. Du weißt schon, Bodenschmetterer, Granaten und so. Damit kannst du die Kakteen direkt abschlagen. Versuch's mal. Ja, komm. Da oben. Dann da oben? Nee. Oh, meine Kiste. Zwei Kisten. Und wieder hüpfte Gold. Bleib hier. Keine Granaten. Na dann. Hol ich mal die Granate. Oh, da liegt eine Granate. Es gibt immer
kein Einsatz hier. Check es für mich weg. So, wo ist der Alpha? Oh, mit einer guten Truhe. Ey, das war voll Headshot. Das ist ein kritischer eigentlich. Daneben. Jetzt an. Oh, ich habe kaum Muni mehr. Na dann. Warte, ich warte mal kurz, bis er wieder zu mir schaut. Na komm. So ein Arsch. Na komm. Wuhu. Das hat noch nie jemand gesagt. Nun, Koch zu sein ist nicht jedermanns Sache. Und jetzt hol mir das Skatfleisch. Oh yeah. Okay, das ist geil. Sieht aus, als würde irgendwer meine Kakteen wildern. Das bedeutet in Küchensprache, er kommt in die Suppe. Das ist sicher dieser Banditenkoch Hackepeter. Töte ihn! So, wir haben es bald geschafft. Schon bald wird mein Pfannenwender wählender Rivale für seine Taten zahlen. Aber zuerst muss mein neuer Rivale Hackepeter zahlen. Glaub mir, der Alltag eines Kochs besteht zur Hälfte aus Rachemord. Das gehört dazu. Gut, dann holen wir uns mal den Hackepeter. Warte, wo ist er denn? Da ist er. In Ordnung. Pass auf Hackepeters Skags, Trüffelbeißer und Arschbeißer auf. Die beißen einfach alles. Auch dich. Ey, wie spielst denn du? Ey. So. Aber warte, nee. Wir müssen eh noch mal ein bisschen außen rum fahren. Hier kommen wir noch hoch. Okay, alles klar. Grüß Gott. Hier ist, wo ist euer Koch? Okay, das ist jetzt, unpraktisch. Arschspeiser. Ah, das ist der Arschspeiser. Und wieder Munition? Ja, sehr gut.
war. Alter. Die sind ja heftig. Oh, fuck, fuck, fuck. Das ist nicht gut. Das ist auch nicht gut. Ich habe keine Muni mehr. Bleib hier. Komm, 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 komm. Oh Mann, ich musste... So. Ich musste einmal noch zuschauen. Verdammt. Ja, keine Muni ist nicht so gut. Naja, wenigstens habe ich wieder ein bisschen Feuerstoß. Halbautomatik. Das ist besser. So, dann... Aber die Arschbalzer waren echt heftig. Ey, Grunzo. Hallo. Na dann, sagt Hallo zu Daddy. Hast du gerade gesehen, was ich gemacht habe? Alter, ich steck fest. Ah, der da. Alter, leco mio. Alter, was ist das denn? Ich habe jetzt echt keine Zeit für. Wo ist sie? Alter, die war heftig. Die war heftig. Die war heftig. Gut gemacht. Noch ein paar Skags mehr und ich kann damit werben, dass der Fleischanteil meiner Skagdogs bei 50% liegt. Bring mir die Zutaten und ich bezahle dich. Alles klar. Uiuiui. So. Warte, wohin eigentlich? Ah, da hinten. Kill! Haha!
Warte, ich will noch die Belohnung haben. Der hat irgendwas gelabert von der wegen, hoffentlich hast du Hunger. Ich will die Belohnung! Naja. Gut, hier hinten war noch. War das da hinten? Nee. Egal, dann hol ich mal den Fall. Nee, wir machen nächste Woche damit. Nächste Folge damit weiter. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.